Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu diesem Spiel. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Ihre beiden Kommentatoren sind Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und ich glaube, das dürfte heute eine richtig interessante Begegnung werden. Brent Biyev gegen Galatasaray Istanbul. Ich bin sicher, beide haben sich heute viel vorgenommen. Die Kulisse stimmt, die Stimmung ist erstklassig. Alle erhoffen sich ein tolles Spiel. Und ich bin sicher, wir werden hier heute großartigen Fußball erleben. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Sigurd Rostedt. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Gomis. Da passt er auf. Da müssen sie aufpassen jetzt. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Rein Babel. Sie machen das Tor, optimaler Start, früh gehen sie hier in Führung, genau so hatten sie sich das auch erhofft. Und damit haben wir den ersten Treffer, jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Gomis. Buffetimbi Gomis. Jetzt ist er durch. Oh, gehalten. Unglaublich, was für eine Parade. Ecke kommt rein. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Jetzt können sie kontern. Gutes Tackling. Jetzt kann die Flagge kommen. Toller Zweikampf. Ja, das sieht gut aus. Abwehrspieler sind vorne bei dieser Ecke. Klar, sie hoffen auf den hohen Ball. Jetzt kommt nochmal die Wiederholung vom Treffer eben. Schönes Tor mit diesem sehenswert platzierten Schuss. Jetzt die Ecke. Kein Problem. Der Torwart ist da beim Eckball. Gomis. Klasse Pass, könnte was werden. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Jetzt ist Platz für den Konter. Wäre die Konterchance gewesen, aber sie verlieren den Ball. Gomis. Buffetimbi Gomis. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Steht hier, sie machen einen guten Eindruck.
Sigurd Rostedt. Das könnte was werden jetzt. Sehr gut gemacht, er hat den Ball. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Gomis. Gute erste Hälfte. Sie liegen mit 2:0 in Front und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Sonst ist er so stark, aber heute geht nicht so viel. Wenn sie hier noch was reißen wollen, dann muss mehr von ihm kommen. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Ball draußen, das gibt jetzt Eckball. Da kommt nochmal das Tor in der Wiederholung. Den trifft er volle Lotte. Ganz starkes Tor. Ecke kommt ins Zentrum. Gut den Körper eingeführt. Er hält diesen Ball. Sensationell. Da kommt die Ecke. Gefahr bereinigt. Buffetimi Gomis. Er hat die Technik, um so einen auszupacken. Enormes Laufpensum. Er geht hier weite Wege, um sich den Ball zu holen. Oh, da ist er durch. Das hätte ich ja nie und nimmer gedacht. Sie schaffen den Anschluss und könnten vielleicht sogar noch ausgleichen. Ja. 2:1, hier ist noch alles drin. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Der Ball geht an die Hand abgepfiffen. Ganz klar, das musste der Schiri geben. Sie kommen, sie versuchen es. Noch liegen sie hier natürlich knapp hinten. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ist es das jetzt? Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Der Ball kommt. Vielleicht der Ausgleich.
Der ist drin. Ausgleich. Ein ganz starkes Comeback nach 2 Toren Rückstand. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2:2 passiert. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Das Spiel ist gleich vorbei, aber sie bekommen noch die Chance. Damit könnten sie gewinnen. Könnte die Führung werden. Es bleibt gefährlich. Das ist die Führung. Sie machen hier tatsächlich noch das Tor. Unglaublich. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3:2. Das ist ein enges Spiel. Vielleicht die letzte Chance, hier noch den Ausgleich zu erzielen. Könnte den Konter geben. Ganz alleine. Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Schöne Aktion. Steilpass. Tor. Ausgleich. Das ist klasse, wie sie hier gekämpft haben. Jetzt können sie das Ding sogar komplett drehen. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Hier konnte sich kein Team durchsetzen. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen.